Servus Party Peoples, willkommen zurück auf ungeschminkter Blackscreen und heute begeben wir uns erneut auf eine Safari durch den Mediendschungel von YouTube. Und da ich heute mal nicht von Cringe überrollt werden möchte, stelle ich euch heute mal eine Schildkröte als Star eines Videos vor, die es faustdick hinter den Ohren hat, aber seht selbst. Dieser arme Löwe gönnt sich hier mit seiner Freundin nach einem harten Hakuna Matata Arbeitstag sein verdientes Feierabendwasserloch, um den Durst zu stillen. Doch dann kommt diese Schildkröte, die aufdringlicher ist als jeder Bachelor nach 2 Sekt in einem Pool und stürzt sich förmlich auf die Löwen. Ja, die ist so richtig rallig. Wäre dieses Schigi auf Tinder, hätte sie es längst durchgespielt. Sie sagt dauernd so, küss mich, ich bin eine verzauberte Prinzessin. Ich meine, ist klar, seht euch dieses Prachtexemplar von Löwen an. Ein Löwe und dann auch noch frei zu haben, der nicht auf irgendwelchen Sadomaso-Spielchen mit Peitsche steht, da würde jeder den Kopf verlieren. Wobei diese Schildkröte echt ein bisschen spooky ist, taucht einfach so aus dem Nichts auf, fehlt nur noch die Musik aus der Weiße Hai und der nächste Sommerblockbuster ist quasi fertig. So hart wird das Wasserloch nicht mehr in Takeshis Castle verteidigt, wie hier von dieser aggressiven Sumpfschildkröte. Da wird der Feierabend zum letzten Abendmahl. Was sich die Schildkröte hier dabei denkt? Also entweder will sie Geschichte schreiben oder die hatte selber so einen geselligen Trinkabend mit anderen Shigis und dann war es so, wenn ich du wäre, würde ich diesen Löwen auf den Mund küssen und die Sumpfschildkröte dann so, hold my beer und die anderen so, oh mein Gott, sie tut's. Aber ich bin echt froh, dass das Ganze hier kein blutiges Ende hat. Diese Löwen hätten echt gar keine Chance gehabt. Die haben hier verdammtes Glück, dass ihnen dieses Krokodil auf Fisch bestellt nichts getan hat. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Aber dafür wissen wir jetzt auch endlich, warum Schildkröten langsamer als die Internetverbindung von Vodafone sind. Es ist einfach schwierig, sich mit solchen sehr dicken Eiern zu bewegen. Herausgekommen ist eine wahrgewordene Ninja Turtles und König der Löwen Crossover Fanfiction und damit definitiv ein Video, das es verdient hat, angeschaut zu werden. Die Videoempfehlung dafür geht also raus. Ein Link zum vollständigen Video findet ihr in meiner Beschreibung. Dort findet ihr auch Links zu meinen Social Media Accounts, wo ihr mir auch gerne folgen könnt für anderen funny Content. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch diese beiden Helden hier vorstellen. Und solltet ihr auch jemanden mal sehen oder kennen, der gerade auf dem Boden liegt und Hilfe benötigt, wegen was auch immer, helft ihnen auf und unterstützt sie. Denn letztendlich sollten wir alle immer zusammenhalten, denn das Wasserloch ist für alle da. Peace, broadcast yourself, broadcast together, euer Patrick.